platt. 90 Minuten Bundesliga-Tempo, noch ein bisschen zu viel für Lincoln. Und trotzdem, die FCK-Fans feierten ihren Matchwinner zu Recht. Der Brasilianer als Spielmacher gekauft, gestern Torjäger. Doch erzählen wir die Geschichte dieses Spiels von vorn. Zunächst bat Mannschaftskapitän Hengen in einer kleinen Spielpause seine Abwehr zum Gespräch. Obwohl der Hamburger SV kaum vor dem FCK-Tor auftauchte, irgendetwas stimmte nicht. Löcher, die es auch in der HSV-Abwehr zuhauf gab. Lincoln fand sie. Der erste Bundesliga-Treffer des Brasilianers, nicht nur als Torschütze, auch als Ballverteiler, lieferte Lincoln gestern eine starke erste Halbzeit ab. Die zweite war dann schwer. Es stand 1:0 und was folgte? Das nächste Abwehrgespräch. Die FCK-Taktik in dieser Saison ja verändert, ohne Libero, mit mehr Defensivleuten im Mittelfeld. Lincoln kümmerte das wenig, zumal die Löcher in Hamburgs Abwehr immer einfacher zu finden waren. 2:0 führte der FCK durch die Soli seines neuen Spielmachers. Gestern drängte sich der Eindruck auf, dass Lincoln tatsächlich einmal der Kopf dieser Mannschaft werden kann. Das, was Juri Djorkaeff nicht. Jetzt stand's 2:0 und trotzdem wieder Gesprächsbedarf. Hengen erklärte noch einmal deutlich, wer im defensiven Mittelfeld Lincoln den Rücken freizuhalten hatte. Ramsey und Ratinho. Jeff Strasser hatte offensichtlich die Order, zuweilen aus der Viererabwehrkette auszubrechen. Er tat's eindrucksvoll. Auf Piekenhagens Stellungsfehler braucht ihn keiner hinzuweisen. Er hatte ihn gesehen. 3:0 für den FCK. HSV-Coach Pagelsdorf schweigsam wie eine Buddha-Statue. Vielleicht hätte er seinen Abwehrspielern einfach sagen sollen, dass man diesen Lincoln etwas enger beschatten muss. Der Brasilianer genoss Freiheiten wie einst Netzer und Overath und er nutzte sie. Und dennoch, auch er musste sich auf dem Weg zur Halbzeitpause einiges anhören. Jetzt hatte sein Landsmann Ratinho Gesprächsbedarf. Es hatte einen Grund. Plötzlich offenbarten sich dem Hamburger SV Abwehrlöcher beim FCK. Meyers Einsatz vor Hoopmaers 1:3 wurde unterschätzt. Rauskommen musste jetzt Ratinho. Für ihn kam mit Riedel auch ein defensiver Mittelfeldmann. Und das sollte sich als problematisch erweisen. Denn Hamburgs Druck nahm zu, mit Erfolg 2:3 Meyer. Der FCK wankte, auch weil die Trainer vielleicht einen Fehler gemacht hatten. Eine bemerkenswert ehrliche Aussage, aber hinten steht beim FCK ja noch Georg Koch, einer, der solche Sachen ausbügelt, auch ohne Gespräche. Und Lincoln? Der versteht eh noch kein Deutsch und das war gestern gut so. Und dass ihn die Mitspieler nach 90 Minuten wieder auf die Beine stellen müssen, so platt wird er bald sicher nicht mehr sein.